Kehr, was war das denn die Tage? Da ist ja wirklich jeder nach Barcelona geeiert, der es so halbwegs mit der Eintracht hält. Ja, wo war ich eigentlich? Ach ja, klar, ich musste hier natürlich die Übertore-Challenge machen. Die gibt es hier oben in der Infokarte zu finden. Oder auch die Bundesliga-Tipps, die ihr dort ebenfalls finden könnt. Kommen wir kurz zurück zur Eintracht. Ja, im Camp Nou, und der Laporta hat es veröffentlicht, 40.000 bis 50.000 Eintracht-Fans waren da wohl am Start. Ja, ich habe während des Guckens irgendwie gedacht, so, was stellen sich die Barca-Fans da in der Kurve so an, machen den Rückzug, spielen oft beleidigt. Aber wenn man das so hört und wie Ter Stegen halt zum ersten Aufwärmen raus ist, gellendes Pfeifkonzert, ist zurück in die Kabine, hat gesagt, Jungs, wir haben hier heute ein Auswärtsspiel. Also die komplette Invasion und das Spiel auch top, top, top. Wirklich ein super Auftritt der Eintracht. Absolutes, verdientes Weiterkommen. Wir können uns auf tolle Halbfinalspiele freuen und gratulieren natürlich auch RB Leipzig. Gut, gehen wir zurück zum Tagesgeschäft. Was hatten wir da unter der Woche gestartet? Wir hatten die über 1,5 Teamtore von Chelsea bei Real Madrid. Gewollt für eine 2,25. Das ging locker durch und ja, relativ zeitig, dank Toni Rüdiger. Top, top, top. Endstand 1 zu 3, Verlängerung. Chelsea wirklich mit einem 1A-Spiel, wie erhofft und erwartet. Die Wette richtig gut. Dann hatten wir noch einen zweiten Wettzettel, der war nicht so gut. Wir wollten bei Bayern gegen Villarreal Both Teams to Score. Das hat funktioniert. Und über 2,5 Tore. Kurz ein paar Minuten noch Hoffnung, dass die Bayern das noch irgendwie gewuppt bekommen. Aber nee, das wäre auch nicht verdient gewesen, wenn man Hin- und Rückspiel zusammenzieht. Deswegen die Reihe futsch. Im System hatten wir es gespielt mit Atalanta gegen RB Leipzig. Dieselbe Wette. Und ja, da muss ich ehrlich sagen, ja, Atalanta hätte da schon einen Handelfmeter verdient gehabt, weil wenn man halt so guckt, war zwar ein angelegter Arm vom Olmo, aber er bekommt hier so den Ball hin oder irgendwie auch leicht an die Hand. Und da muss man ja schon sagen, bei einem Torschuss, der klar auf den Kasten geht, da muss man dann auch Elfmeter geben. Also ich sehe da irgendwie keine zweite Meinung. Und dann hätte die Reihe vielleicht noch funktioniert. Aber somit der Zettel futsch. Die Bilanzen also für diese englische Woche ein Plus von einer Vierteleinheit. Und ja, der Monat ist jetzt minimal im Plus mit 0,08 Einheiten. Und die Saison steht natürlich nach wie vor sehr gut mit plus 17,63 Einheiten. Gut, so darf es gerne weitergehen. Ich habe mir drei Wettzettelchen überlegt für dieses Osterwochenende. Ach ja, frohe Ostern übrigens. Und zwar starten wir mit einer kleineren Systemwette in drei Reihen. Wer noch mehr zu Systemwetten erfahren will, auch hier oben in der Infokarte zu finden. Ein Video darüber, warum wir das strategisch sinnvoll finden, warum es uns viel Spaß bereitet. Ja, und warum es erfolgreich ist. Gut, zu den Spielen. Heute Mittag um 13:30 Uhr Premier League. Die Spurs spielen gegen Brighton. Wir trauen ihnen erneut über 1,5 Teamtore zu. Dafür gibt es eine 1,62. Packen dazu am Montag die Partie Neapel gegen AS Rom. Beide werden treffen, 1,75 hier die Quote. Wenn die beide sitzen, haben wir einen guten Doppler. Sitzt nur einer, gibt es ein Cashback. Aber wie gesagt, mehr dazu hier oben in der Infokarte im Video zu finden. Gut, warum das? Ja, die Spurs haben wir letzten Wochen wirklich oft gesehen und die haben uns begeistert. Und ich denke, auch trotz einer durchaus gelegentlich sehr starken Defensive von Brighton werden die erneut zwei Tore finden. Es sind alle fit. Und es geht darum, den vierten Platz zu festigen. Also ich freue mich auf ein gutes Spiel heute Mittag. Das könne abgehen, weil Brighton hat ja auch bei Arsenal gewonnen. Die können auch mal wieder ein bisschen locker angehen. Könnte ein geiler Kick werden. Gut, dann die zweite Partie am Montag ja erst. Napoli ja neulich auch gehabt gegen Florenz. Wollten wir da eigentlich den Sieg haben, aber das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Aber sie lassen hinten durchaus was zu. Die Roma hat das Trauma besiegt gegen Bodø Glimt, die Norweger da im Europapokal. Und die dürften deswegen auch selbstbewusst und erleichtert sein. Die Offensive war top. Schöne Tore gegen die Norweger geschossen. Deswegen halt jetzt in der Liga auch nochmal was zeigen. Treffer werden sie finden. Napoli ebenso. Werden aber auch einen zulassen. Das Selbstverständnis war da neulich nicht zu sehen. Ich denke mal, ja klar. Treffer auf beiden Seiten. Die Quote wirklich gut für eine 1,75.
Dann gehen wir in eine Systemwette, die beginnt heute um 16 Uhr ebenfalls in der Premier League. Und da sagen wir, Brentford schafft wieder zwei Treffer mindestens. Und das diesmal in Watford. Dafür gibt es eine 2.40. Dazu packen wir den Sieg vom LFC gegen City. Dafür gibt es eine 2.70. Das ist FA Cup heute um 16:30 Uhr. Und morgen Abend noch die Spitzenpartie aus der portugiesischen Liga. Ja, da gehen wir mal rein ins Derby. Sporting gegen Benfica sagen über 2,5 Tore im Spiel und beide werden treffen. Die Quote hier eine sehr gute 2.20. Ja, warum Brentford? Ja, schaut man auf die Ergebnisse von Watford gerade daheim. Die bekommen ordentlich Gegentreffer und bei Brentford ist es so, die haben gerade Bock zu kellen. Es sind alle fit, die offensiv was machen können. Und die spielen gerade richtig gut und die werden das weitermachen und Watford ist unter Druck. Klar, die haben auch eher ihre Stärken offensiv, ja, aber ich denke, ja, so ein 2-2 kann passieren. Ich denke zwar, Brentford wird es gewinnen, 2-1, 3-1, sowas in der Art. Uns geht es um die Auswärtstore, die nehmen wir so mit. LFC, warum gehen wir diesmal klar auf den Sieg? Ich denke, der Ausfall von De Bruyne, also der ist nahezu bei 100%, der wird City ordentlich schwächen, weil wir sollen da das erste Tor schießen. Und ich denke mal, der LFC hat es gut gemacht. Klopp konnte unter der Woche in der Champions League Leute schonen, hat eine gute Rotation reingebracht, somit frische Kräfte, sein absolutes A-Team heute parat. Er hat zudem alles gewonnen, außer den FA Cup. Und ich denke, sein Team wird dafür alles tun, dass man diesen Titel auch wirklich einen Schritt näher bekommt. Und ja, ich gehe auf den LFC. Ich denke, in Wembley auf dem neutralen Platz, da können die das reißen. Die Quote ist sehr, sehr gut. Sehe eher Liverpool hier favorisiert. City halt die niedrigere Siegquote. Aber De Bruyne-Ausfall ist schon wirklich gravierend und die Schlacht dagegen Atletico hat auch definitiv einfach mehr Kraft gekostet. Dann, warum das Derby in Portugal, also das Lissabon-Derby? Ja, weil die letzten drei Male ging es da immer ordentlich heiß her. Es ist Zweiter gegen Dritter, die sind auch schon punktemäßig weg, auch von Spitzenreiter Porto. Ich denke halt, dass Benfica sich gerade unter der Woche halt in Liverpool gutes Selbstbewusstsein geholt hat in beiden Spielen. Und jetzt geht es um die Stadtmeisterschaft. Sporting ist erholt. Ich glaube, das geht hoch und runter, wird ein torreiches Spiel und ein richtiges Fußballfest. Wir haben die beiden Mannschaften jetzt in der Champions League durchaus gut kennengelernt. Offensiv sind die stark präsent. Deswegen, ja, da geht's heiß her. Ich denke mal 2-1 in eine Richtung Minimum. Dann gehen wir in die Bundesliga heute um 18.30 Uhr, sagen beide Teams werden treffen beim Derby, beim Rhein-Derby Gladbach gegen Köln. Dafür gibt es eine 1-5-2 und wir spielen es ausnahmsweise mal als Zweier-Kombi mit dem Bose Teams to Score beim HSV gegen KSC. Und das gibt zusammen eine 2.43, wenn es funktioniert. Ja, das Derby ist halt so, dass natürlich die Kölner mit einem enormen Ego da reingehen können, mit dem Turnaround dagegen Mainz, wirklich eine absolut gute Willensleistung und das ist deren Top-Qualität. Die geben nicht auf, die spielen nach vorne, die kämpfen und ackern um jeden Meter und um Tore. Können befreit aufspielen, nach unten passiert gar nichts mehr, der Blick geht nach oben, eventuell sich international zu qualifizieren. Bei Gladbach andersrum liest man das Personal, muss man sagen, die Qualität natürlich viel höher, die müssten es eigentlich gewinnen von den Namen her und ja, ein Türchen werden sie finden. Ich hatte in den Bundesliga-Tipps, glaube ich, ein 2-2 genannt und ich halte das durchaus für realistisch. HSV gegen KSC, warum da das Bose Teams to Score? HSV trifft zu Hause immer, ich glaube in keinem Pflichtspiel diese Saison nicht getroffen. KSC auswärts auch immer wirklich motiviert, obwohl es auch für die um relativ wenig geht. Aber man will sich revanchieren fürs Pokal aus, was ja 2-2 und dann im Elfmeterschießen entschieden wurde. Deswegen ja, werden die auch ein Tor finden, die Spitzenkräfte sind am Start. Und der HSV muss ja kommende Woche auch schon im Pokal ran. Deswegen kann ich mir vorstellen, nach 60 Minuten gibt es da eine kleine Umstellung. Vielleicht kann dann erst der KSC sein Türchen finden. Aber ich denke eigentlich auch vorher, der HSV ist durch die Spielweise ein Bose Teams to Score Team. Sie lassen viel zu und sind nach vorne natürlich auch gut. Haben mit dem Aufstieg nicht mehr viel zu tun, aber vor heimischer Kulisse heute Abend 20:30 Uhr in so einem Topspiel, da müssen sie unter Flutlicht auch nochmal was zeigen.
Könnt mir da sogar ein X2 auf dem KSC vorstellen, aber wir machen es jetzt so und ja, wie gesagt, eine ganz schöne Wette, ausnahmsweise mal wieder eine Zweier-Kombi. Gut, das war's von meiner Seite. Falls ihr noch gute Picks habt, ballert die gerne hier unten in die Kommentarfelder. Vielleicht lege ich auch morgen noch was nach, wenn da wirklich was Schönes dabei ist oder ich auch selbst noch was finde. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch erstmal schöne Feiertage. Haut rein!